Herzlich willkommen zur dritten Folge Tacheles. Heute sitzen wir im 1080 Nerdscope Studio. Vielleicht haben das einige von euch erkannt. Wir sind es natürlich nicht, wir sind andere Leute. Auf meiner einen Seite hier sitzt David, den man auch aus dem Internet vielleicht kennt. Und auf der anderen Seite sitzt der Alex, den man auch schon mal im Internet irgendwo gesehen hat. Und genau darum geht es heute. Es geht ein bisschen um Internet, es geht aber auch um Fernsehen. Die zwei Welten, die sich vielleicht so ein bisschen streiten. Leute, die euch noch nicht kennen, vielleicht stellt ihr euch mal erstmal ganz kurz vor. Was macht ihr so? Warum seid ihr hier? Wer möchte anfangen? Du! Oh! Hallo, ich bin hier, weil ich eingeladen wurde. Nein, ich bin Alex, manche kennen mich auch als Alexi Bexi und ich bin hier, weil ich wahrscheinlich dual mit diesem Thema aufgewachsen bin. Zum einen klassisches Fernsehen bzw. klassische Medien sind mir bekannt, aber auch moderne Medien. Weil das noch meine Generation ist. Das heißt YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, YouNow, Vine und alles, was dazugehört. Das heißt, eigentlich weiß ich über beide Dinge Bescheid und über die Entwicklung. Aber ob es auch so ist, werden wir heute herausfinden, hoffentlich. Ich möchte einfach meinen Namen da... Ich sage einfach, ich mache dasselbe wie du. Das klingt so gut, was du beschrieben hast. Siehst du? Ich probiere es einfach trotzdem mal ein. Ja? Ich bin David Hein. Ich habe früher mit dir zusammengearbeitet bei Giga. Die waren ja auch mal im Fernsehen. Dann sind sie ins Internet. Bei mir war es so, ich bin... irgendwie dann rübergewechselt als zum Einzel-YouTuber, das, was du schon eine ganze Weile vor mir tatsächlich gemacht hast. Und jetzt bin ich wieder zurück zum Fernsehen, denn ich produziere quasi das hier mit 1080 Nerdscope, da bin ich hinter der Kamera tätig. Und das ist ja auch so ein Konglomerat aus verschiedenen, das Ding findet auf Social Media statt, das Ding findet im Fernsehen statt und auf YouTube mit LeFloid und so. Deswegen glaube ich, ich bin der richtige Mann für diese Talkrunde hier. Welchen Stellenwert spielt Fernsehen so privat überhaupt noch? Guckst du das noch? Ja, das ist witzig. Also eigentlich noch einen sehr hohen. Nicht aufgrund der Qualität, nicht weil ich es unbedingt schätze, sondern das Ding ist, zumindest bei mir, es ist eigentlich so wie... Also früher war Radio so das Hauptding eigentlich für alle, auch für die ältere Generation. Dann kam das Fernsehen, dann kam auch Musikfernsehen und sowas. Hieß ja, ne, hier Music Video Killed the Radio Star und sowas. TV Killed the Radio Star. Und so ist es auch heute. Du hast Fernsehen als Begleitmedium zu YouTube, weil komischerweise, egal um welches Thema es geht, sei es Schlag den Raab, sei es irgendwas von Germany's Next Topmodel oder sei es irgendein anderes Event, alle sagen zwar im Vorfeld, ich gucke kein Fernsehen mehr, aber komischerweise sind immer alle informiert, immer alle wissen Bescheid und dieses Ding läuft nebenbei. So. So sehe ich das zumindest bei mir und meiner Generation. Wie es bei jüngeren, älteren ist, man kriegt es zwar über Social Media mit, aber halt nicht in Persona. Egal. Persönlich noch hoher Stellenwert, weil es eben läuft, weil du es immer noch als so eine Art Medium hast, wo du denkst, du bist damit aufgewachsen. Das hat was heimisch-persönliches. Da läuft halt irgendwie eine Information, so eine Bezugsquelle, die du dir einfach ohne bewusst zu gucken reinziehen kannst, weil das halt ein durchgehendes 24-7-Programm ist und gut ist. Gegenüber YouTube, da musst du natürlich selektiv gucken. Was schaue ich mir jetzt an? Ich suche, bin ich in meiner Blase? Muss ich über meine Blase hinaus was abchecken, was vielleicht relevant sein könnte? Oder. Lange Rede, kurzer Sinn, hat noch hohen Stellenwert. Okay, und wie ist es bei dir? Ich gucke es gar nicht mehr. Also ich habe auf der einen Seite keine Zeit mehr wirklich dafür. Ich möchte mir die aber auch nicht mehr nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass es wirklich mit meiner Zeit Schindluder treibt. Es verdummt mich auch. Es ist aber auch so, dass ich, wenn es früher so war, dass ich Fernsehen zur Unterhaltung genutzt habe, dann kann ich dafür heute mir einfach on demand auf dem Netz alles zusammensammeln, was ich brauche. Ob es jetzt die Informationen sind, die ich gezielt irgendwo nachgucken kann, wo ich nicht auf irgendwie die Tagesthemen warten muss oder auf ein Kinomagazin, sondern da meine Anlaufstellen im Netz habe. Clips, die mir im Fernsehen irgendwie nur angereichert werden, bekomme ich da. Das Einzige, was das Fernsehen noch anders macht, ist es, dass es höherwertigeren Content. Das heißt nicht unbedingt, dass die inhaltliche Qualität oftmals besser ist. Denn gerade auf RTL 2 und so gibt es halt genügend Schrott. Selbst ein Galileo produziert nur noch Müll. Aber es gibt schon einige Dokus, da wird das Internet einfach auch schon aus Budgetgründen einfach nicht unbedingt rankommen. Aber darüber hinaus gibt es da nichts, weswegen ich das Fernsehen einschalten sollte. Deswegen die Zeit möchte ich mir nicht mehr nehmen. Ich mache den nur noch an und es ist immer derselbe Sender, der an ist, nämlich der, den ich brauche, um die PlayStation anzuschmeißen. Und das ist es gewesen. Aber was ist zum Beispiel mit Dingen wie, das klingt jetzt, ich will nicht sagen snobbig, aber es ist schon, ich finde richtig, was ist mit Sendern wie Arte, ARD, ZDF und dann den anderen Öffis? Gibt es da nicht so eine Art Relevanz, wo du denkst, okay, wenn ich mir das jetzt anschaue, gerade auch zum Thema Nachrichten, da kannst du wenigstens drauf bauen, da kannst du dir deine Infos holen, wo du weißt, okay, das ist richtig, oder gucke ich mir dann lieber Nachrichten von Person XY im Internet an, am besten noch geliked von der Seite Anonymous und sag dann, das ist richtig. Du brauchst doch eigentlich, der Unterschied,
also das, was du an Medienkompetenz haben musst, wenn du im Internet unterwegs bist und dich berieseln lässt, in Anführungszeichen, und von dem, was von den Öffis beispielsweise kommt, das ist ja eigentlich schon was völlig anderes. Naja, also wie ich schon sagte, also die News kann man sich ja tatsächlich zusammensuchen. Also wenn man jetzt wie ich viel auf Entertainment News geht, schon allein von Job wegen, weil ich entweder informiert sein will oder muss oder das Ganze wie jetzt hier für Tennity Nerdscope wiederverwerten möchte, dann ist es ja sowieso, ich meine, der deutsche Medienraum ist halt im Grunde die Wiederkäuung und das Wiederhochwürgen von News, die es in Amerika produziert wurden und da von den großen Newsportalen schon mal gab. Wir haben bei Giga jahrelang nichts anderes gemacht, als das Zeug einfach nochmal ins Deutsche zu übersetzen. Das ist halt der deutsche Journalistenjob. Wirklich eigenmächtig recherchiert und erstellt, sodass Leute noch was machen. Das findet tatsächlich noch bei den Öffentlich-Rechtlichen statt und es gibt da witzigerweise gerade so in Bereichen wie Sportjournalistik zum Beispiel, wo die noch echt sich hinsetzen und da sind Undercover-Teams, die nach Südafrika reisen, um da dann die Lügen von Sepp Blatter und Co. aufzudecken. Das finde ich dann, das ist genau die Art, die du auch im Internet dann einfach noch nicht kriegst. Das wird sich sicherlich wandeln, nehme ich an, aber wahrscheinlich auch erst dann, wenn wirklich Gelder dafür da wären. Die haben ja die Gelder und können deswegen solche Sachen produzieren, aber das ist halt leider die Ausnahme. Also das muss man ganz offen sagen. Aber glaubst du, dass es wandeln wird? Weil ich bin, wenn sich das jetzt ins Internet verschiebt, dann wird es da um Quote gehen, grundsätzlich. Weil so eine Zack Blatter-Doku, die kann auch auf ZDF um 0.15 Uhr laufen. Und wer halt Bock drauf hat, wer spannend findet, der wird sie auch gucken. Ist richtig, ja, genau. Deswegen glaube ich glaube auch nicht, dass dass das Fernsehen ausstirbt, weil die, ich meine, gerade so die Öffentlich-Rechtlichen, funktioniert. Und es funktioniert ja auch gerade, wie du sagst, so, weil die keine Quote machen müssen und weil sie deswegen auf Content setzen können. Alle anderen Sender wird es ebenfalls weitergeben, denn solange es dumme Menschen gibt, wird es Programm für dumme Leute geben. Das sowieso, ja. Das Internet macht es gerade vor. Die erfolgreichen Kanäle sind die, die wirklich das Dümmste vom Dümmsten produzieren. Und im Fernsehen wird ja auch genau das geliked. Und deswegen nehme ich an, also diese Gruppen lassen sich zum Teil ja also auf beiden Ebenen bespaßen und die wissen ja mittlerweile, also RTL 2 und so, Viva holt sich einen Sami Slimani dazu. Ich glaube, Popstars hat es doch auch versucht gehabt mit einigen Beauty-Trollers. Hatte nicht Bibi irgendwie da mal was gemacht und so. Also die Bravo existiert im Grunde nur noch, weil sie jetzt das Programm so umgestellt haben, dass auf jeder zweiten Ausgabe ein YouTuber vorne drauf ist. Und so wird, ich denke, so wird sich das shiften, dass sich die dummen TV-Sender oder die halt die Privaten holen sie immer mehr YouTuber ins Boot, um dann den Content so dumm wie möglich zu halten, um die dummen Leute, die jetzt noch Fernsehen gucken oder jetzt nachwachsen, dann mit dummem Scheiß zu berieseln. Und also ich finde das ganz interessant, so als Hintergrund, wir haben uns im letzten Tacheles haben wir uns über Streaming unterhalten, da ging es so ein bisschen um Schallplatte und Musikstreaming, was ja so nicht ganz ähnlich ist wie jetzt Fernsehen und YouTube bzw. Internetstreaming. Seht ihr, dass das in Zukunft irgendwie noch verstärkt genutzt wird? Also dass noch mehr ein Fokus jetzt irgendwie darauf gesetzt wird, dass vielleicht Formate tatsächlich nur im Internet laufen, man irgendwie so ein bisschen den Fernseher dann im Hintergrund benutzt oder dass sich das so langsam irgendwie dahin treibt, dass im Fernsehen ein bestimmtes Format läuft und das aber zwingend mehr oder weniger ergänzt wird durch einen Mehrwert, den man noch im Netz bekommt? An dich, Alex, jetzt mal. Okay, also, hat schon so viel geredet gerade. Ich glaube, Event-Shows werden auf jeden Fall im Fernsehen bleiben. Das ist auch die Geschichte, wo du meinst, budgettechnisch ist es sonst gar nicht zu stemmen und auch von den Leuten her. Und da gibt es auch viele gute und erfahrene Menschen in der Branche, die halt genau wissen, was sie da tun und die machen das auch schnell und effizient. Ne? Effizient. Alles andere, das mit der Erweiterung im Internet, ich glaube, das wird eher das Thema sein. Wir haben ja schon eigentlich zwei Beispiele. Wir haben ja 1080p Nerdscope. Wobei, das ist es eine Erweiterung, das ist eigentlich im Grunde ein eigenes Format sogar. Es ist, ne? Im Grunde ist 1080 Nerdscope ja, das ist ein Ding, ein Format auf dem bereits bestehenden YouTube-Kanal, das sich dann quasi, das jetzt als Versuch von den Öffentlich-Rechtlichen, um sich zu verjüngen quasi, das muss man ja sagen. Viele holen sich, hatte ich ja gerade gesagt, YouTuber ran und jetzt eben auch LeFloid und Frodo, die dann halt quasi neue junge Leute ins Fernsehen hieven sollen. Also eine Erweiterung würde ich gar nicht nennen. Als Erweiterung würde ich, glaube ich, fast sowas sehen, wie es in Amerika, das Beispiel Netflix und so ist. Ja, aber das ist spannend. Da haben wir sogar gesehen, zwei Beispiele. Weil das, was ich ja, die Erfahrung, die ich gemacht hatte, ein halbes Jahr lang mit dem NDR-Checker, das war tatsächlich ein
ein eigenständiges Format von den Öffentlich-Rechtlichen, nur online in den Mediatheken und als extra Goodie im eigenen Radio, im Enjoy Radio. Hat war 360 nicht auch so ein Only-YouTube-Ding? War das WDR? Das war das WDR, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das auch im Fernsehen gab. Die hatten keine Verbindung, glaube ich, zum eigentlichen Programm. Das hat ja gerade nicht funktioniert. Richtig, und das, was die vom NR, beim NR probiert haben, das war so eine Art Fortsatz. Du hattest halt deine Hauptsendung im TV mit den Hauptgesichtern und die halt jeder kennt. Für Zielgruppe, weiß ich, 35 bis 50. Dann haben die gesagt, okay, wer noch detaillierter über das aktuelle zeitlose Thema Batterien, Akkus, Handyakkus wissen möchte, der schaut jetzt mal bei uns im Internet. Da haben wir das nochmal anders aufbereitet. Und da auf einmal merkst du, dass dann die Zielgruppe shiftet, da hatten wir genau das gleiche, nicht Problem, sondern die gleiche Erkenntnis, okay, unsere Zielgruppe ist jetzt auf einmal 19 bis 35. Für den Öffentlich-Rechtlichen ist das ja schon fast Babyalter im Grunde. Und das hat halt super funktioniert, aber umgekehrt, einfach nur Leute ins Fernsehen bringen, weil auch gewisse Magien aus Online-Formaten einfach fehlen, weil du kannst im Fernsehen gewisse Dinge einfach nicht anwenden, wie du es online machen würdest, mit diesen harten Jump-Cuts oder teilweise überlappenden Cuts, wo du im Schnitt davor anfängst zu sprechen und den noch gar nicht siehst, wie er tatsächlich spricht. Das sind jetzt die neue Reloaded-Version von Jump-Cuts und sowas. Von daher, es wird als eigenständiges Medium mit eigenen Formaten zeitnah klappen und gut werden, meiner Meinung nach, aber das Fernsehen selbst an sich nicht berühren, es sei denn, man holt jetzt jemanden mit Gewalt da irgendwie in bestimmte Formate. Ich glaube, es wird sich mehr noch abgrenzen müssen, und zwar auf gleich drei Ebenen. Denn jetzt mit Netflix und Amazon Prime und so mit diesen ganzen Streaming-Angeboten ist halt eine Komponente dazu gekommen, die ja nicht nur das Fernsehen irgendwie auch betrifft, sondern auch das Kino bedroht. Also die Kinozahlen sprechen da ja, also es war ein gutes Blockbuster-Jahr jetzt, wenn Star Wars einschlägt, ist vielleicht sogar das erfolgreichste aller Zeiten, aber das heißt trotzdem nicht, dass die Zahlen nicht auch rückläufig wären. Also gerade 3D und so spült ja immer noch mehr Geld rein, was das Ganze mehr aussehen lässt, aber die Leute werden nicht mehr, sondern einfach die Preise werden nur immer höher, deswegen bleiben die Gelder ungefähr gleich. Also das, was an Leuten verschwindet, wird an Preisen ausgeglichen. Aber die Kinoindustrie beschwert sich im Grunde. Man allein ins Kino und es kostet einfach 5.000 Euro. Ja, ja, genau. Ja. Super. Die Kinoindustrie beschwert sich im Grunde darüber, dass immer mehr Leute jetzt sagen, ich gucke mir Filme zu Hause an. Mittlerweile ist es so, dass in Amerika erste Testversuche laufen, wo man eine DVD mittlerweile schon fast kurz nach dem Kinostart holen kann, wo man sich dann wirklich überlegen muss, muss ich da wirklich noch das Geld für ausgeben oder gebe ich die 15 Dollar nicht lieber gleich aus und hole mir das Ding und kann es mir dann so oft angucken. Und Netflix hat die Dinge haben ja schon Kinoqualität, ne? Und machen ja jetzt auch Filme und so. Genau. Und da ist halt dann die Frage, das Fernsehen wird glaube ich, über kurz oder lang eben genau da sein, dass sie Event-Quatsch machen. Netflix wird die Serien anbieten und das Kino muss Filme bieten, die Netflix also zu Hause nichts zeigen können. Ja, wobei du jetzt beim Fiktionalen bist, ich finde, YouTube hätte theoretisch auch die Möglichkeit, neben Netflix und Co. Fiktionales zu bieten. Es gibt ja kein Budget. Naja, doch, schon. Es gibt ja hier in Deutschland, gibt es ja immer die Idee, ich weiß nicht, ob es in Amerika auch so ist, doch, ich glaube ja, da kommt es, glaube ich, her, dieses mit den O&O-Channels. Mhm. So, da hat auch YouTube viel, viel, viel Geld rausgehauen, aber was wurde daraus gemacht? Eben das, was im Fernsehen lief. Da sind wir wieder am Anfang der ganzen Diskussion. Weil, kein Risiko, das gucken sich wahrscheinlich die meisten an und spült am meisten Kohle wieder rein. Hätten die halt gesagt, auch ganz bestimmte Firmen, die ich jetzt nicht nennen werde, aber jeder weiß, welche Firma gemeint ist und welche Unternehmen gemeint sind, die hatten ein riesiges Budget, wirklich unglaublich groß. Und du fragst dich, warum wird das in Projekte wie Hometown und Co. gesteckt? Warum werden nicht mal vernünftige Leute und nicht immer die gleichen, die vorher schon Dinge verkackt und in den Sand gesetzt haben, warum werden nicht mal vernünftige Leute an Dinge rangesetzt und gesagt, okay, die kriegt jetzt Summe X, mach doch da mal ein, ich will nicht sagen Netflix-Konkurrenten draus, sondern etwas Ebenbürtiges, was auf Netflix laufen könnte, was halt auf den deutschen Markt zugeschnitten ist, was theoretisch im Fernsehen laufen könnte, aber genauso gut im Internet auch als Serie funktionieren kann oder. Mhm. Leute, gibt es. Guckt dir zum Beispiel Club der Roten Bänder an. Erfolgreichste Serie momentan im deutschen Fernsehen, deutsch produziert. Super, Vox, Club der Roten Bänder, top. Dagegen Deutschland 83 von RTL, Riesenflop geworden. Also Riesenflop in Anführungszeichen, es gucken schon noch 1-2 Millionen Leute, aber weit hinter den Erwartungen, obwohl die New York Times gesagt hat, das beste Format aller Zeiten. Ist ein sehr großes Thema, über das wir natürlich auch noch ein bisschen länger reden könnten. Machen vielleicht auch noch in privat noch ein bisschen, vielleicht auch in der Zukunft nochmal zu einem anderen Bereich, weil gerade das Thema YouTube an sich ist ja auch nochmal ganz spannendes. Für heute sind wir aber am Ende unserer Sendung. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass ihr hier wart.
Weil ich finde es sehr schön, mal irgendwie so ein bisschen was von den Leuten zu hören, die dahinter sind, ohne jetzt irgendwie, dass es darum geht, dass er jetzt hier Quatsch macht die ganze Zeit oder so, sondern einfach mal ein bisschen zu erzählen, wie das so im Alltag aussieht. Weil letzten Endes geht es ja auch darum, dass euer Job, ihr verdient damit Geld, zumindest zum Teil. Und da gibt es natürlich nicht nur ganz schöne Seiten, die irgendwie nach Fame und Fans, die rumschreien, klingen. So, in diesem Sinne, danke, dass ihr da wart, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.